Neben Christian Polans und Massimo Sinato ist sie eines der absoluten Urgesteine der Show Let's Dance. Isabel Edwardson, 39, ist seit der ersten Staffel Teil des Tanzensembles. In den vergangenen 11 Jahren setzte sie nur dreimal aus. 2010 war sie als Jurorin dabei, 2019 wegen ihrer ersten Schwangerschaft und 2021 aufgrund ihrer zweiten Schwangerschaft. Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich bei Let's Dance nochmal mitmachen werde. Strahlt Isabel vor Let's Dance 2022. Aber sie hat Motivation ohne Ende und liebt die schönste Show der Welt aus ganzem Herzen. Die gemeinsame Tanzreise von Isabel und leider scheidet sie gemeinsam mit Ricardo Basile nach der vierten Live-Show aus. Die Profitänzerin Isabel Edwardson wurde im schwedischen Göteborg geboren und tanzt seit ihrem 13. Lebensjahr. Parallel zu einer Ausbildung in Contemporary Dance, Ballett und Jazz Dance fing sie mit Standard- und Lateinturniertanz an. Mit 21 Jahren ist sie nach Deutschland gezogen, um mit ihrem Tanz- und Ehepartner Markus Weiß als Professional zu tanzen und spezialisierte sich dabei auf Standardtanz. Mit dem Sieg der Europameisterschaft Ende 2007 beendeten Markus Weiß und Isabel Edwardson ihre aktive Karriere als Tanzsportler und dies nach vielen erfolgreichen Jahren als Profitänzer für Deutschland. 2015 eröffnete Isabel Edwardson in Hamburg ihre eigene Tanzschule. Edwardson die Tanzschule. Mittlerweile ist sie Eigentümerin von insgesamt zwei Tanzschulen in Hamburg und eine weitere Tanzschule in Ahrensburg. Somit konzentriert sie sich heute auf ihre Tätigkeitsbereiche als Inhaberin, Tanzlehrerin, sowie Profitänzerin, Moderatorin und natürlich Mutter von zwei Kindern. Sie war die allererste Let's Dance-Siegerin. Die gebürtige Schwedin und der Schauspieler Wayne Carpendale bildeten das erste Gewinnerpaar der Showhistorie von Let's Dance. In der dritten Staffel tauschte Isabel das Tanzparkett gegen das Jurypult ein. In der vierten Staffel kehrte sie als Profitänzerin zurück. 2014 konnte sie gemeinsam mit Alexander Kloss die siebte Staffel gewinnen. Im Jahr 2018 hat Isabel durch ihre erste Schwangerschaft bei Let's Dance pausiert, feierte aber ihr Comeback im Jahr 2019, wo sie mit dem ersten gehörlosen Kandidaten bei Let's Dance getanzt hat. Durch ihre zweite Schwangerschaft war sie im Jahr 2021 nicht als Profitänzerin dabei, hat aber zusammen mit Martin Tietjen den offiziellen Let's Dance Podcast für die 14. Staffel gemacht. Thank you.